Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Wisst ihr was? Seitdem wir die intelligente Knete bei uns vorgestellt haben, habe ich auch das Gefühl, dass wir schon ja mächtig intelligent geworden sind. Das ist natürlich nur ein Spaß. Die intelligente Knete macht uns wirklich sehr, sehr viel Spaß und ich glaube, euch gefällt sie auch. Deswegen dachten wir uns, warum nicht noch mehr? Diesmal Crazy Aaron's Thinking Party, also Crazy Aaron's intelligente Knete in der Farbe Liquid Glass. Und ich muss zuerst einmal sagen, wirklich, das Logo gefällt mir sehr. Der Typ hier, Crazy Aaron soll das anscheinend sein, sieht wirklich ziemlich lustig aus. Zur intelligenten Knete selbst natürlich. Auch dieses Produkt wirbt damit, dass es zum Beispiel nie austrocknet. Never dries out. Okay, habe ich mal hier. Und auch weiter, dass die Knete springen kann, dass man sozusagen ploppen kann, dass es Bob macht. Und man kann es natürlich ziehen bis zum geht nicht mehr stretchen. Man kann damit knoten, man kann natürlich kneten und es auch zerreißen. Auch diese intelligente Knete wird in den USA hergestellt, wie man unschwer erkennen kann. Ganz wichtig, diese Knete ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, Farbe heute Liquid Glass. Und Crazy Aaron bietet uns da wirklich eine Vielfalt an Farben. Hier ist unser Liquid Glass unter der, ich sag mal, Farbreihe Crystals oder Kristalle. Und dann haben wir zum Beispiel Super Illusions, wo zum Beispiel Super Lava drin ist oder Super Scarab. Das kennen wir zum Beispiel von der anderen intelligenten Knete. Sieht sehr, sehr ähnlich aus wie die Super Scarabeus intelligente Knete. Also die Flip-Flop-Knete sozusagen. Dann haben wir hier noch Super Magnetics, also super magnetische anscheinend. Quicksilver, Reactive Res, Strange Attractor. Also klingt alles sehr, sehr cool. Dann haben wir hier noch Heat-Sensitive Hypercolors, also sozusagen Knete, die auf verschiedene Temperaturen reagiert. Auch hier der Amethyst. Kennen wir schon irgendwoher, ne? Und dann auch noch Knete, die im Dunkeln leuchtet. Hier zum Beispiel im Blau. Oder Orange, Gelb, Grün und auch Lila. Lila zum Beispiel Aura. Und ja, ich würde sagen, wir ja, viel auszupacken gibt es hier eigentlich nicht. Wir holen uns sozusagen unsere Dose und schauen mal, wie unsere intelligente Knete aussieht. Ich hoffe, die erkennen wir. Die soll ja sozusagen Liquid Glass sozusagen durchsichtig sein. Das wollen wir mal schauen. Machen wir das Ding mal auf. Ich hoffe, ich bekomme es jetzt beim ersten Versuch. Nein. So, jetzt habe ich es aufgekriegt und ist da denn gar nichts drin? Doch, wir sehen hier schon ein bisschen was und ich fühle es auch. Unsere intelligente Knete, hier, ihr seht es jetzt auch. Und wir holen die natürlich mal raus. Wow, die fühlt sich auch wirklich ziemlich cool an. Klebt ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl, als unsere andere intelligente Knete. Aber die Hände danach auf gar keinen Fall. Und ihr seht, sobald wir die benutzen, wird's, ja, da poppt es schon. Und da wird es so leicht wie so ja, milchig, so ein bisschen wolkig. Also ist es dann nicht mehr so ganz klar. Die Fingerabdrücke werden da auch klar, aber überhaupt kein Problem. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus, sehr cool. Noch wirklich was anderes. Auch beim Formen, ihr seht es, wirklich auch sehr cool. Beim Stretchen habe ich das Gefühl, wenn wir das jetzt mal machen, packen wir mal wieder zusammen. Geht es ein bisschen, ich sag mal, zerreißt es ein bisschen schneller, aber auch nicht schlimm. Man kann es trotzdem damit wirklich formen. Wir haben es eben schon poppen hören. Wirklich sehr lustig. Und wir können damit auch verschiedene, zum Beispiel ja, Kugeln machen. Und sieht wirklich dann aus wie Eis zum Beispiel. Also wirklich gefrorenes Wasser. Ihr seht zum Beispiel hier. Sieht wirklich aus wie so, sag mal, Eiskugeln. Müssen aufpassen, wie gesagt, es klebt ein bisschen.
Und sieht so, ja, sieht aus wie so Kristalle, sage ich mal. Macht aber auch sehr viel Spaß. Fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Gummibärchen. Natürlich essen wir das Ding hier nicht, aber wir machen mal einen Geruchstest. Ja. Es riecht jetzt nicht neutral, klar. Aber es ist kein wirklich intensiver Geruch wahrzunehmen. Auch jetzt hier die ganze Zeit aus der, sag mal, aus 50, 20, 30, 40 Zentimetern Entfernung nehme ich keinen Geruch wahr. Und wenn ich es wirklich unter die Nase packe, rieche ich ein bisschen was. Rieche ich die intelligente Knete, sage ich mal. Aber es ist kein intensiver Geruch, auch wie bei der anderen intelligenten Knete. Man kriegt dadurch keine Kopfschmerzen oder sowas. Also ich denke auch, dass das hier ohne Probleme, dass man das ohne Probleme benutzen kann. Wirklich sehr, sehr cool. Und wenn wir das jetzt so ein bisschen noch stehen lassen, dann wollen wir mal schauen, ob es wieder, ich sag mal, in diesen Originalzustand kommt, es wirklich kristallklar wird. Gucken wir mal, lassen wir es mal ein paar Minuten hier und wir sehen uns jetzt gleich sofort wieder. So, wir haben die intelligente Knete mal für ein paar Minuten stehen gelassen und das kam weg. Schauen mal, wie gesagt, es klebt ein bisschen, das fällt schon auf, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich hoffe, man kann es erkennen, dass es ein bisschen klarer geworden ist. Wie gesagt, wir haben nur ein paar Minuten gewartet und wenn wir jetzt wieder anfangen, sozusagen, dann wird es wieder direkt, ja, Milchglas sozusagen. Cooler Effekt, auf jeden Fall. Und auch hier, wie gesagt, man kann es wirklich stretchen. Soll nur ein bisschen vorsichtiger sein. Wir sehen, es reißt. Das ist auf jeden Fall leichter zu zerreißen als zum Beispiel der Super Scarabeus oder der Amethyst. Auf jeden Fall. Aber macht sehr, sehr viel Spaß. Auch das Ploppen ständig dazwischen. Man kann damit wirklich super formen. Das erinnert mich so ein bisschen an so ein, ich sag mal, Eiszapfen. Und das machen wir dann jetzt auch mal. Der Eiszapfen unten zum Ende hin ein bisschen dünner. Jo, das sieht mal wirklich aus wie ein Eiszapfen. Kristallklar und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier drin. So kleine Partikel. Wie bei richtigem Eis, also einem richtigen Kristall. Das Liquid Glass hier, die intelligente Knete Liquid Glass macht mir immer mehr Spaß, muss ich ehrlich sagen. Und auch wenn wir das hier an die Pappe, an die Wand machen würden, ich glaube, da würde keinem auffallen, dass das Knete ist. Sieht aus wie Eis, wirklich. Sehr cool. Können wir stretchen, wie gesagt. Die verschiedensten Formen, also da sollt ihr, müsst ihr kreativ sein. Sehr cool. Hier mal unsere platte intelligente Knete. Wir können auch mal versuchen, es springen zu lassen. Mal schauen. Dafür nehmen wir am besten ein bisschen weniger. Und wir schauen mal, ob es springt. Wir machen eine Kugel draus. Unsere Kristallkugel. Ich finde, das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ja. Ist natürlich ein bisschen mit Schmackes sozusagen dahinter. Aber prallt schon gut ab, auf jeden Fall. Also es bleibt nicht einfach so drauf, sondern wirklich, cool. Also das stimmt schon mal, definitiv. Wie gesagt, es fühlt sich klebrig an, aber die Hände sind wirklich super weich immer noch. Zuletzt möchte ich euch noch ein richtig cooles Feature zeigen, beziehungsweise in meinen Augen, was ich wirklich cool finde, was man mit dieser Liquid Glas bzw. kristallklaren Knete machen kann. Und zwar formen wir mal einen Ball. Und dann zeige ich euch mal, was ich meine. So, ihr seht's. Ist auch ein bisschen dunkler. Ich habe hier Licht. Und jetzt schauen wir mal. Also das ist doch mal wirklich super cool. Oder nicht? Mach mal ein bisschen näher. Das sieht doch echt cool aus. Findet ihr nicht? Also ich finde es super cool. So, und mit diesem coolen Ding hier, mit diesem coolen Licht und diesen Lichteffekten, ne, verabschiede ich mich aus dem heutigen Video.
Crazy Aaron's Liquid Glass intelligente Knete. Besonders hier das letzte Ding hier, unsere Lichteffekte, finde ich, macht diese intelligente Knete noch cooler, als sie eigentlich ist. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr andere intelligente Knete noch sehen möchtet, dann sagt uns einfach Bescheid, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!